und willkommen zu dieser Folge. Herzlich willkommen. Ja, ich lebe noch. Mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie lange. Ich glaube, ich sind jetzt, lass es 5 Wochen. Quatsch. Dreieinhalb Wochen. Montag, Dienstag, diese Woche war ich zwar hier. Ja, aber ich habe dann dienstags, montags bin ich Kipper gefahren, dienstags. Mein Fahrzeug, das war einfach noch nicht. Jetzt war ich nochmal beim Doktor, da hat man jetzt, ich will mal sagen, die richtigen Medikamente verschrieben. Ja, jetzt noch nicht zu 100%, aber ich fühle mich schon wieder, also ich fühle mich nicht mehr krank. Ich habe noch ein bisschen Husten, aber alles gut. Das wird wieder. Mach trotzdem erstmal langsam, ich fahre jetzt Kipper. Ich denke die ganze Woche. War ich gerade in Roggenhausen. Hab Betonaufbruch mitgebracht von Sembach. Hab ich abgekippt, jetzt lade ich Füllmaterial für den Golfplatz. Das mache ich jetzt erstmal und dann schauen wir mal. Weiß nicht, was noch kommt heute. Ob noch was kommt heute. Und dann, ja, wie gesagt, diese Woche machen wir erstmal den ruhigen. Fahren halt ein bisschen Kipper, muss ich schnell auf die Waage. Jetzt geht sie wieder gar nicht mehr, ne? Die Plane funktioniert nicht. Ich weiß nicht warum. Vorhin ging sie mal kurz. Alles gut. Ja, es läuft alles noch nicht so rund. Ich hatte auch einiges vor eigentlich gehabt in den Wochen, aber durch das, dass ich jetzt krank wurde, alles für den Arsch. Doch mal sorry an die Leute, mit denen ich mich treffen wollte. Tut mir leid. So, ist er wieder am Rollen. Ja, leider nur mein LKW war schon unterwegs heute Morgen. Ich konnte nicht viel rausholen. Jetzt auch leider nur wieder mein kleines Stativ dabei. Ich werde mal gucken, was da ein bisschen filmen, was halt geht. Ich gehe davon aus, dass ich dann die nächste Woche, dass ich dann wieder auf meinem Fahrzeug sitze. Muss man mal gucken. So, ich habe mal dran gedacht. Bleiben. Ja, ganz entspannt bleiben. Hier ist der Golfclub Donnersberg, also wer gerne mal einlocht. Platz sucht. Achtung! Hört sich mir brutal an. So, da vorne sind wir. Ja, so sieht es hier mittlerweile aus.
Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich so weit komme wie der Kollege mit dem Sattelzug gerade. Die fahren einfach zurück und alles ist gut. Ich habe da immer so, ich habe wirklich Schwierigkeiten. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof. Wer weiß. Wer weiß. Die Liftachse hebe ich jetzt hoch vorne, Anfahrhilfe, aber die, wie gesagt, die geht direkt wieder runter. Die ist schon wieder unten und gleich liegt die Kamera. Brutal. Ich brauche wirklich alles. Sag das nicht einfach so. Sorry, ich weiß jetzt nicht, wo ich die Kamera hinstellen soll. Euch gerne mehr zeigen, wie gesagt. Am LKW kommt dann drauf. Ich habe nicht. Fällt schon wieder rum. Ich habe leider nicht viel an Equipment dabei. Alter, wo fähr ich dann schon wieder rum? Schlimm. Also ich bin in etwa der Höhe, wo der Kollege eben gekippt hat. Ich weiß nicht, ob man sieht. Aber ich stehe jetzt halt nicht gerade. Ne? Ah, es ist Katastrophe. Katastrophe. Warte, ob ich so kippen kann. Mal gucken, wenn ich den Kipper jetzt hochhebe. Ah ja, der geht. Der geht gerade hoch, wenn er anfängt sich auszuheben und er geht nach einer Seite, dann press lieber ab. Aber wenn er gerade hoch geht, ohne dass er auf die Seite geht, und dann sollte das passen. Ewig, bis das Teil hochgeht. Einen Meter. So, ich mache jetzt mal den Hydro-Drive rein. Guck, ob ich die. Na, der hebt dann auch nicht die Achse. Aber. Ja, scheiße was. Ja, tut sich nichts. Ich könnte so brechen, ne? Das ist wirklich. Gleich schon wieder die Raupe am Seil rausschieben. Klopft nicht.
kommt nicht. Kommt nicht. Du hast auch nichts, du hast keine Sperre, du hast hier einen Schalter für die Sperre, den du zuschalten kannst. Geht nichts. Mach die Raube. So, Mittwochmorgen, bin in Saarbrücken, ich kann reinfahren in die Baustelle. 3-4 Fahrzeuge vor mir gehabt. Die Kamera mal, ich habe mir mal eine Halterung geholt. Jetzt fahren wir mal rein in die Baustelle. Willst du hin?
Sonne. Kurz warten, bis die Ampel grün ist, und dann geht's weiter. Sonne. Wieder einer sehr weit in der Mitte geparkt. Das, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das seht ihr, glaube ich, nicht. Kamera auf die Seite gedreht habe. Aber ich muss hier links hoch. Und muss dann rückwärts in die Baustelle rein. Die Jungs kommen raus, die halten den Verkehr auf. Darauf, also man was erkennt im Spiegel. Gehen wir kurz raus. Thank you.
wobei ich werde erst mal anrufen, was ich noch mache, ob ich noch mal nach Saarbrücken fahren muss oder nicht. Und dann mache ich das vielleicht von unterwegs. Unterwegs kommen auch zwei, drei Tanke. Warum geht die Liftachse nicht hoch? Oder ist die oben? Ist nicht oben. Verstehen. Alter, hier knarzt auch alles drin. Alles quietscht und Kinderherz gemacht und gut. Das grüne Lämpchen erkennt. Das zeigt mir an, dass der Unterfahrschutz oben ist. Also hinten wird, in den meisten Fällen ist die Karre sauber. In den meisten Fällen. Ich werde jetzt mal anrufen und werde mal fragen, was Sache ist. Erst beim Baggerfahrer, ob ich noch mal fahren soll. Schauen wir mal. Hallo am Donnerstag morgen. Was heißt morgen? Wir haben schon fast mittags, gleich halb elf. Ich fahre heute mal wieder Golfplatz. Bin auf meiner, ich glaube die dritte Runde ist es. Ja, dritte oder vierte, ich weiß es gar nicht. Dritte Runde. Fertig werden, glaube ich. Gucken wir mal. Sitzt immer noch im MAN drin. Werde ich auch morgen noch fahren.
mein Fahrzeug wieder fahren. Fahrschutz hoch. Ja, das werde ich noch. Ich denke, es wird schon noch den ganzen Tag gehen heute. Die Funke laut machen, also ob ich hier, dass ich hier jemand reinkommt. Golfplatz raus. Ich denke, das passt. Da hören wir nichts. Außer Rauschen. Hallo am Freitag. Gerade auf dem Weg in der Holiday Park. Ich suche gerade die Einfahrt. Müsste eigentlich hier sein, ne? Eigentlich. Die Veranden-Einfahrt. Gut. Die muss ich rein. Hoppla. Hoppla. Vorne muss ich, denke ich, nicht rein, oder? Ich glaube, ich muss da hin rein.
auch sein, dass ich jetzt falsch fahre. Hier gehen Spuren rein und wir haben irgendwo da hinten drin haben wir eine Baustelle. Wäre ausgeschildert, aber ich sehe nichts. Bideleuden, okay. So, sorry. Gerade eine Nummer gesagt bekommen, dass wir hier das Tor öffnen können. Soll ich auch an die Kollegen weitergeben. So, jetzt hier links rum. Aber die Kamera hängt ein bisschen blöd, ne? Naja, egal, wird gehen. Rechts. Fahre ich jetzt links oder fahre ich jetzt rechts? Na, links fahre ich bestimmt nicht rein, ne? Oder? Ich glaube es nicht. Ah, habe ich die Halterung falsch angebracht. Ah, vorne steht unser Bus hier, okay. Da sind wir hier richtig. Ich hoffe, man erkennt was. Das ist eine Achterbahn. Hier muss ich jetzt anscheinend rückwärts rein, wie es der Kollege gesagt hat. Warte mal. Stell mich einfach mal da vorne hin. Sorry. Rechts ist ein Schirm. Ah.
So, ich bleib hier erstmal stehen und latsch mal hin und guck mal. So. Gucken, dass ich da wieder reinkomme. Ach, was wäre jetzt eine lenkbare Achse gut hin, ne? Oder haut das so hin? Ne, ich ziehe nochmal vor. Gleich ein bisschen schräg darüber, dass ich halbwegs gerade da reinkomme. Nicht so viel, jawohl. Wahrscheinlich schlechte Aufnahmen, ne? Dann lassen wir uns weiter rüber. Weiter auf die rechte Seite. Sorry. So.